Hallo Aktienfreunde, jetzt im Sicherheitscheck. Adobe, gleich erfahrt ihr, wie viele Punkte die Aktie holt. Zuerst aber noch ein paar Infos zur Firma. Also Adobe ist ein großes Softwareunternehmen, das 1982 gegründet wurde. Zu den bekanntesten Programmen der Firma zählen zum Beispiel die Produkte Adobe Reader, das ist ein Programm zum Öffnen von PDF-Dokumenten, dann Flash Player, damit kann man Videos ansehen. Und Photoshop, das ist eine Software zum Bearbeiten von Fotos und Bildern. Und Dreamweaver, damit kann man zum Beispiel Webseiten bearbeiten, also HTML-Seiten zum Beispiel. So, dann jetzt zum Check, aber erst noch kurz der Hinweis, dieses Video dient nur der Information und gibt keine Handelsempfehlung. Los geht's mit dem ersten Kriterium. Hat die Aktie einen hohen Börsenwert, dann kommt aus einem wirtschaftlich starken Land. Also die Aktie kommt aus den USA und hat aktuell eine Marktkapitalisierung von ca. 196 Milliarden Euro. Also beides erfüllt, gibt bei mir einen vollen Punkt. Das zweite Kriterium. Hat die Firma in den vergangenen 10 Jahren regelmäßig Dividenden ausgeschüttet? Also Adobe hat mal Dividende ausgeschüttet, habe ich bei meinem Check gemerkt. Und zwar um die Jahrtausendwende herum gab es eine ganz kleine Dividende. Und die ist dann auch wieder eingestellt worden, kurz nach dem Platzen der Dotcom-Blase, glaube ich. Und seitdem gibt es keine Dividende, seit vielen Jahren also. Und hier gebe ich 0 Punkte. Dann zum dritten Kriterium. Wie groß war der größte zwischenzeitliche Kursrückschlag seit der Finanzkrise? Also in der Finanzkrise hat die Aktie ca. 67% an Wert verloren. Und das war schon ein heftiger Einbruch. Und hier gibt es deshalb einen Minuspunkt bei mir. Allerdings hat die Aktie, hier sehen wir den langfristigen Chart seit ca. 2007. Und hier sehen wir hier kurz noch zur Finanzkrise, die war ungefähr hier. Also hier im Langfristchart ist der heftige Einbruch nicht sehr deutlich zu erkennen. Aber wenn man das vergrößert, hier sehen wir, in der Finanzkrise hat die Aktie ca. 2/3 an Wert verloren, aber hier nach dem Ende der Finanzkrise, also Anfang 2009, da ging es dann schon wieder deutlich bergauf. Hier nochmal der Langfristchart, jetzt vergrößern wir das nochmal. Dann sehen wir nach der Finanzkrise, dann ging es dann wieder nach und nach wieder schön bergauf und hier in der Corona-Krise hat die Aktie lediglich circa ein Viertel an Wert verloren und seitdem auch schon wieder, seit dem Tief im März, auch schon wieder deutlich an Wert gewonnen. So, dann zum nächsten Kriterium. Wie hat sich der Kurs der Aktie in den vergangenen 10 Jahren entwickelt? Und da haben wir gerade schon gesehen, dass die Aktie sich in den letzten Jahren sich sehr positiv entwickelt hat, einen Wahnsinnskursverlauf hingelegt hat und das zeigt sich auch in der 10-Jahres-Performance, da die Aktie nämlich sage und schreibe 1820% zugelegt nach aktuellem Stand, also ein Wahnsinnsergebnis in den letzten Jahren von der Kursperformance her. Und deshalb gibt es natürlich hier einen Punkt von mir. Dann zum fünften Kriterium. Wie entwickelt sich voraussichtlich der Gewinn des Unternehmens im nächsten Jahr? Also nächstes Jahr soll der Gewinn sogar leicht zurückgehen nach aktuellen Prognosen und Analysten. Allerdings soll der Gewinn dieses Jahr doch deutlich ansteigen, wie wir hier sehen, und zwar von 5,39 € die Aktie auf 8,32 €. Das sind die aktuellen Prognosen. Also ein deutlicher Anstieg in diesem Jahr. Und deshalb gebe ich hier trotzdem einen Punkt, auch wenn nächstes Jahr der Gewinn leicht zurückgehen soll, aber ich glaube, im Jahr darauf soll er dann auch schon wieder ansteigen, also im Jahr 2021. Das sehen wir hier nicht in den Zahlen, aber habe ich bei meinem Check gemerkt, soll er dann auch schon wieder ansteigen weiter. Und deshalb gebe ich unter den Strich trotzdem einen Punkt. Dann zum letzten Kriterium. Liegt das aktuelle KGV 130 und ist damit die Aktie vermutlich nicht zu teuer? Also das aktuelle KGV liegt bei 48 und damit deutlich über 30.
Und deshalb gebe ich hier 0 Punkte. Aber Adobe ist ja eine Tech-Aktie. Und hier sind doch höhere KGVs eigentlich an der Tagesordnung. Und deshalb sollte man das jetzt nicht allzu hoch bewerten. Beim letzten Kriterium und auch beim Gesamtergebnis. Hier holt die Aktie 2 Punkte. Und in meiner Sicherheitscheck-Ampel landet die Aktie damit auch auf der dritten Stufe. Nur, aber wie eben schon angemerkt, Adobe ist eine Tech-Aktie. Die zahlen keine Dividende und haben ein chronisch hohes KGV oft. Und deshalb erreichen Tech-Werte in meinem Sicherheitscheck oft keine so hohe Punktzahl. Wir sehen auch nochmal in der Rangliste hier aller bisher gecheckten Aktien in meiner ersten Videoserie. Da landet Adobe so hier auf dem 67. Platz. Den teilt sich die Aktie mit einigen anderen Aktien, die haben auch 2 Punkte geholt. Und da sehen wir zum Beispiel auch Tech-Aktien wie Tesla oder eben Amazon, die haben auch 2 Punkte geholt oder Netflix, Alphabet. Und hier würde ich sagen, also hier bei Tech-Aktien, die keine Dividende zahlen und eben ein hohes KGV haben, da schneiden die Aktien bei meinem Check nicht so gut ab. Aber das würde ich hier eben bei solchen Aktien, also bei Tech-Aktien, nicht so hoch bewerten, wenn die jetzt einen unteren Rang nur erreichen. Also das nur nebenbei angemerkt, weil dann einige sich wundern, dass die Aktien nur 2 Punkte holen. Vielleicht werde ich da in Zukunft nochmal was ändern bei der Punktzahl oder einen separaten Check für Tech-Aktien machen. Also einen separaten Sicherheitscheck. Aber das möchte ich nur kurz anmerken hier zu Tech-Aktien. Und insgesamt habe ich bis jetzt 100 Aktien in meiner ersten Videoserie jedenfalls analysiert bis jetzt. Dann zum Schluss noch der Hinweis: Mein Sicherheitscheck gibt nur eine Einschätzung zur Aktie anhand der 6 Kriterien. Diese Einschätzung kann sich natürlich auch als falsch herausstellen. Dann bis zum nächsten Video. Macht's gut.